Also, die fragen eine präzise Frage. Und was sagt Jesus? Seht zu, dass euch keiner verführe. Ja, wie? Hast du unsere Frage nicht verstanden? Wir wollen das Zeichen haben, wann du kommst. Und er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Warum sagt Jesus das? Du kannst alles wissen, du kannst alle Charts haben, alle Grafiken und hier, das passiert da und da, der Antichrist und hier die Entrückung und alles, kannst du alles wunderbar in Farbe irgendwie dir ausmalen, aus irgendwelchen Büchern dir rausholen. Du kannst alles wissen über den perfekten Endzeitplan, aber du bewachst nicht dein Herz. Und das Allerwichtigste ist nicht Wissen, sondern dein Herz. Und deswegen reden wir von Vorbereitung, nicht theologischen Studien über mögliche Endzeitszenarien. So heißt das Seminar nicht. Das Seminar heißt Vorbereitung auf diese Dinge. Und das hat was mit unserem Herzen zu tun. Seht zu, dass euch niemand verführe. Jesus gibt eine Antwort am Schluss des Kapitels, was das Zeichen ist seiner Wiederkunft und wann das sein wird. Oh ja, ganz klar. Und wer Augen hat im Kopf und wer Ohren hat, auf den Geist zu hören, der sieht es auch ganz klar. Jesus sagt es ganz deutlich und mehr werde ich jetzt auf diesen Punkt nicht eingehen. Am Ende, nach der Trübsal, am Ende, dann wird das Zeichen seiner Wiederkunft kommen. Er wird kommen, wird die Auserwählten von allen vier Winden sammeln. So, wann kommt Jesus? Am Ende der Trübsal. Und was wird er da machen? Da wird er die Auserwählten sammeln. Wenn du noch der Meinung bist, Entrückung kommt vor der Trübsal, das habe ich auch früher geglaubt, weil ich einfach Menschen vertraut habe, weil ich das einfach übernommen habe, weil ich das nie studiert habe. Aber ich habe angefangen, das in der Bibel zu studieren und mein großer Schock war, es gibt es nicht in der Bibel. Es gibt keine Wiederkommen Jesu Teil 1 und Wiederkommen Jesu Teil 2. Es gibt nur eine Wiederkunft Jesu, nur eine. Und die ist am Ende. Und da findet die Entrückung statt. Nimm nur das griechische Wort Parousia, studier das Neue Testament, was bei Parousia passiert. Parousia ist das griechische Wort für Ankunft. Und dann fällt sie wie Schuppen von Augen und sagt, ja, wie konnte ich das nicht sehen? Ich habe es nie studiert, ich habe es einfach nur von Leuten übernommen, die ich für kompetent und bedeutsam halte. Und irgendwann gab es Zweifel und Risse in meinem Verständnis. Und dann habe ich studiert und jetzt sage ich, zeig mir eine Schriftstelle, wo steht, dass Jesus vor den 7 Jahren wiederkommt. Du wirst nicht eine einzige finden. Nicht eine einzige. Du findest dann irgendwelche Metapher, irgendwelche Bilder. Johannes Apostelische 4, der Herr sagt, komm hier herauf. Ja, das ist die Entrückung. Nein, Johannes kriegt den Befehl, komm hier herauf. Komm in die Geisteswelt und ich zeige dir, was passieren soll. Wenn du sagst, das ist das Bild für die Entrückung, ja, träum weiter, das ist nicht, was der Text sagt. Lass uns doch mal bleiben beim Text. Okay, das ist alles, was ich zum Zeitpunkt der Entrückung sagen werde, weil das nicht mein Thema ist, ob Entrückung oder nicht. Wir müssen uns vorbereiten, es wird dicker. Und wir brauchen Gnade, das heißt, wir brauchen übernatürliche Kraftausstattung vom Himmel. Und da haben wir diese gewaltige Verheißung, wo die Sünde mächtig geworden ist. Ist die Gnade noch viel mächtiger. Wir müssen nicht Angst haben, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, ob ich, wenn ich bedroht werde und es um mein Leben geht, ob ich dann wirklich standhalten kann und treu sein kann. Versuch nicht, dir sowas vorzustellen, sondern sag, heute bin ich treu und ohne Kompromisse. Und für heute nehme ich Gnade und morgen tue ich dasselbe. Und wenn das Maß der Bedrohung und der Bedrängnis steigt, steigt auch das Maß der Gnade und so machst du es jeden Tag. Und du musst dir nicht sorgen und du musst nicht deinen kompromissbehafteten, wackeligen geistlichen Zustand nehmen, projizierst in den Moment des Märtyrertums und sagst, oh, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Glaub, dass Gott treu ist und dass er dir hilft heute und morgen und übermorgen und jeden Tag. Und da wird es ein siegreiches Volk geben. Und ich habe entschieden, ich werde dazugehören. Halleluja. Und ich werde alles tun, was der Heilige Geist mich lehrt, um wirklich sicherzustellen, dass ich auch zu den Überwindern gehöre.